Herzlich willkommen bei Holzwerken TV. Wir sind hier beim Drexler Forumstreffen in Olbernau in Sachsen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob einige Drexler uns einige Tipps verraten. Wir sind jetzt hier bei Bernd Schmidt-Dannert und der zeigt uns, wie man exzentrische Kreise drechselt. Bernd, wie machst du das? Ja, also im Prinzip ist es so, dass hier, das ist der fertige Kreisel, der aus praktisch symmetrischen Teilen besteht, der Oberteil und der Unterteil. Und in der Mitte ist halt ein exzentrisches Element, was späterhin beim Drehen trotzdem den Kreisel rundlaufen lässt. Das kann man auf dem. Beim Kreiselteller ganz gut sehen, dass wenn man jetzt hier den Kreisel laufen lässt, läuft der oben zentrisch, unten auch, aber in der Mitte die extremischen Teile buchten sich sozusagen gegenseitig an. So ein bisschen wie eine Kurbelwelle. Ja, ja. Und wie machst du den? Genau. Der Anfang ist der Rohling. Sieht so aus, dass ich oben einen Zapfen habe, um ihn später einzuspannen. Hinterher noch ein Element, um es nochmal in dieses Backenfutter zu tun. Und vor allen Dingen hier ein Kreissegment oder ein Kugelsegment, ja, mit dem ich sozusagen, das kann man hier ganz schön sehen, den Rohling aus der Mitte einspannen kann. Der Teil ist rund. Hier ist auch wieder sozusagen rund in der Originalachse. Und das ist jetzt die Auslenkung, die jetzt hier eben auf der Seite zeigt, die Backen ganz dicht an dem Rand. Mhm. Und auf der anderen Seite gucken die Backen eben ganz ein Stückchen weiter runter. Das heißt, die Auslenkung ist jetzt so, mal sagen wir, geschätzt 15 Grad etwa. Okay. Und dadurch kann ich jetzt eben, das erste Teil habe ich schon fertig gedreht und drehe jetzt sozusagen bei dem Kreisel. Und das so übereinander liegt etwa, dann sieht man, das ist sozusagen der Teil, der schon fertig ist. Ich bin jetzt dabei, diesen Teil zu drehen. Okay. Von dort bis dort. Und dann wird nochmal umgespannt, dann wieder mittig. Und ich drehe den unteren Teil von dem letzten Element und dann den Schwungkörper mit Spitzen. Okay, dann bin ich gespannt. Ja? So, wir sind also jetzt beim zweiten Element, was noch ein bisschen kleiner werden muss. Mal gucken, man muss es etwa abschätzen können, ob das von der Größe her hinkommen könnte. Vielleicht noch einen kleinen Tick weniger ausgehen. Das machst du ausschließlich nach Gefühl und Erfahrung. Ja, genau. Ich habe ja schon einige davon gebaut. Ich kann nachher mal die Reihe zeigen von den Misserfolgen. Das ist auch ganz interessant. Ja, man denkt immer so, wenn dann die Vorführer so sieht, das ist alles so toll und so einfach und geht alles so schnell, aber meistens haben die ganze Weile geübt, wenn sie nicht sowieso profimäßig schon seit Jahren sozusagen unterwegs sind. Naja, hat sie jetzt nicht so viel getan, macht aber nichts. Wir versuchen es einfach mal, wie es ausgeht. Ich gehe hier noch ein bisschen dichter ran. Ich habe noch ein ganz klein bisschen Platz und ich kann natürlich die Schwungmasse auch dadurch verringern, dass ich das Element ein bisschen flacher mache. Dann ist auch weniger Masse, die hin und her muss. Wenn das Ganze elegant ist, muss man auch relativ dünn rein. So, damit ist sozusagen Element Nummer 2 fertig und jetzt kann ich wieder zentrisch spannen. Und um das wieder zentrisch zu spannen, habe ich ja am Anfang bei der Erstellung des Rohlings hier noch einen Schwalbenschwanz angearbeitet. Mit dem kann ich jetzt das Ganze wieder auf der Originalachse der mittig. Also das funktioniert wirklich nur durch die Vorbereitung, dass du vorab erstmal die Aufnahmen perfekt machst. Genau, das muss ich am Anfang überlegen, wie kann ich welchen Schritt spannen. Und das war auch so ein gewisser Lernprozess. Hier kann ich die Spitze nochmal nur, nicht um was zu halten, sondern eigentlich nur, um nochmal sicher zu sein, dass ich in der Mitte bin. Dagegen setzen, aber ohne Druck. Und jetzt kann ich sozusagen. Wir sind in der Nähe einer historischen Dampfmaschine, wie man hört. Genau. So, und jetzt kann ich im Prinzip, von da läuft das jetzt alles wieder rund und man sieht, das läuft hier vorne auch. Oh ja. Auch wenn ich die Spitze mal wegnehme, ne, läuft prima, prima rund, nicht ganz super 100%. Da kann man auch mal gucken. Manchmal ist es so, dass es einfach so kleine Abdrücke vom Futter gibt. Und wenn man das Ganze so ein kleines Stück versetzt, dann ist es noch wieder ein bisschen so. Manchmal ist es auch so, dass das Holz ein bisschen arbeitet. Aber das wäre minimal. Ne?
das ist eher mehr. Nochmal. Ja, da kommt natürlich auch Millimeter, ne? Genau, an sich ist es sauber, also läuft es sauber. So, und jetzt näherst du dich den Finalen. Genau. Jetzt, ja, noch nicht ganz, also es ist noch ein bisschen mehr Arbeit. So, jetzt drehe ich den dritten Teil von dem Kreisel, nämlich praktisch dieses Teil und die Oberfläche jetzt von dem praktisch hier von dem Schwungkörper. Ja. Und das ist einfach, dass ich jetzt von hier nochmal nach innen weggehe. Der hier wird auch jetzt ein bisschen länger als die anderen. Macht aber nicht. Ich glaube, die Grundtechnik, deine Grundtechnik dieser Kreise, der exzentrischen Kreise, haben wir verstanden. Mhm. Bernd macht jetzt seinen Kreisel hier noch fertig. Ich sage vielen Dank. Ja. Und gern geschehen. Viel Erfolg noch.